Forscher schlagen ein System vor, mit dem Getestete, Immuner und Geimpfte sich frei in Friseursalons, Restaurants oder bei Kulturveranstaltungen. Ist da seine Alternative zum Lockdown? Das sagen Händler und Veranstalter in Rüsselsheim dazu. Punkt Rüsselsheim. Einzelhändler und Veranstalter sind durch die Verlängerung des Lockdowns der verzweifelt. Dabei hilft ihr es nicht, dass die von der Bundesregierung versprochenen Hilfen noch immer auf sich warten lassen. Aktuell kursiert deswegen die Idee, statt dem Weiterführen des Lockdowns eine Öffnung von Geschäften und den Zugang für Kunden zu ermöglichen, die einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen. Das Konzept ist auch für Veranstaltungen im Gespräch. Punkt Seit mehr als 20 Jahren führt Hamzamalik seinen Laden Faisada Fashion Store in der Bahnhofstraße, mitten in der Rüsselsheim Innenstadt. Malik sagt, er würde es begrüßen, wenn die Regierung dem Konzept des Innenstadt-Lockdown zustimmen würde. Es ist besser als gar nichts. Punkt Aktuell sind mein Geschäft und mein Lager mit Winterware voll, die ich nicht abverkaufen kann. Malik ist aus diesem Grund vor allem auf dem Instagram-Account der Fashion Stores besonders aktiv. Hier stellt er fast täglich Angebote ein und informiert über die Möglichkeit von Kauf und Abholung im Laden. Laufende Kosten irgendwie zahlen, doch wirklich viel abverkaufen kann der Ladenbesitzer auf die. Ich werde die Winterware im schlimmsten Fall wieder einpacken müssen. Punkt Dabei habe ich gar keinen Platz mehr im Lager. Und im Frühjahr und Sommer werden wir an den Ständern leere Stangen haben, weil die Hersteller kaum Ware angeboten haben. Das keine Planbarkeit. Zudem habe er laufende und teilweise bis 100 Kosten, die er jetzt und in Zukunft begleichen müsse. Das sollten schnellstens statt eines anhaltenden Lockdowns eingeführt werden, dann plötzlich ein Kundenansturm über die Innenstadt hereinbrechen werde. Glaube schon im Lockdown weit vor den 16. Dezember waren es notwendig los. Das lag daran, dass damals bereits die Restaurants geschlossen hatten, erinnert sich Hansa. Dennoch wünscht er sich, dass die Menschen seinen Laden endlich wieder betreten dürfen. Punkt Denn der Kontakt zu dem Kunden fehle ihm seit 15. März geschlossen. Positiv sieht auch Ingo Bruse von der Waschbar die Diskussion um Tests statt Lock. Na klar würde ich mit Tests aufmachen. Unsere Lokalität läuft unter der Rubrik Bubbletree. Punkt Wir durften also noch nicht mal im vergangenen Sommer. Die Waschbar ist seit dem 15. März geschlossen. Punkt Nur der Waschsalon von dem die Bar ihren Namen ja zeige. Die Einnahmen aus dem Betrieb sind aber eher klein. Punkt Irgendwie ist auch dieses Jahr gefühlt für uns schon will. Ob wir 2021 Veranstaltungen machen können, ist zweifelhaft. Punkt Dabei haben wir 2020 unser 20-jähriges Bestehen. Allein 2019 liefen bei 80 Veranstaltungen, berichtet Bruse resigniert. Punkt Aktuell lieber von sagt doch auf die Hürden nicht billig. Punkt Trotzdem sagt der Besitzer, ich würde die Waschbanner ungern schließen oder versuchen sie am Leben zu halten. Egal wie. Punkt Etwas nachdenklich äußert sich Florian Haupt vom Grund zum Thema Veranstaltungen nach Vorlage eines negativen Corona-Tests. Ja oder nein? Grundsätzlich stellt er sich die Frage, wie zuverlässig derartige Schnelltests seien. Es besteht ja ein reines Risiko. Punkt Die Schnelltests haben eine hohe Fehlerquote. Punkt Viele sind falsch. Da fragt man sich als Veranstalter, ob man dieses Risiko eingehen möchte. Punkt Zudem sei die Umsetzung problematisch. Und da fragt er sich, ob das bei den Menschen überhaupt angenommen wird. Er fände es besser, so Haupt, wenn sich die Bundesregierung eine funktionierende Gesamtstrategie überlege, anstatt den Lockdown mit jeweils einzelnen Tests. Dennoch sei er prinzipiell allen Ideen gegenüber aufgeschlossen. Punkt Denn finanziell sei diese Situation für das RIT und seine Mitarbeiter eine Katastrophe. Aufzubringen den Mittel seien immens. Punkt In den vergangenen 12 Monaten sei, trotz der kontrollierten Öffnung im Sommer und einem Spendenaufruf, nur eine kleine Altersvorsorge an der. Denn obwohl das Lokal im Sommer mit einem Hygienekonzept öffnen durften, bis zu 40% Umsatzeinbußen verzeichnen. Viel besser wäre es meiner Meinung nach, die Impfkampagne zu beschleunigen.